احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. Bewahre Allah, bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Also infolgedessen, wenn du dies tust, die Folge und die notwendige Konsequenz davon ist, dass er dich bewahren wird. احفظ الله يحفظك. احفظ الله, bewahre Allah. Diese Frage hat mich schon mal gestellt. Was bedeutet es, Allah Ta'ala zu bewahren? Und dieser Ausdruck kommt auch im Koran vor, nur mit einem anderen Wort. Da kommt das Wort إِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Wenn ihr Allah helft, hilft er euch und festigt euch, also festigt eure Füße, gibt euch soliden Halt. Was bedeutet das? Natürlich ist damit nicht gemeint, Allah Ta'ala in irgendwas dienstlich zu sein und ihm zu helfen. Hiermit ist gemeint seine Religion. Seine Religion, also im Sinne, dass du seine Gebote einhältst, dich seinen Verboten enthältst, sich an die Regeln, an die Regeln hältst und so weiter. Das ist mit dem damit gemeint, Allah Ta'ala zu bewahren. Bewahre Allah, er wird dich bewahren. Das ist die Konsequenz, wie Allah Ta'ala im Koran auch sagt. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. Haltet eure Abkommen mit mir ein, ich halte mein Abkommen mit euch ein. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Wie die Ahlulilm sagen, die Vergeltung entspricht der Handlung. So, danach sagt er hier, er wiederholt das Ganze nochmal in einem anderen Ausdruck. Also eine ähnliche Aussage, nur mit anderen Begriffen. Er sagt, احفظ الله تجده تجاهك. Bewahre Allah, du wirst ihn vor dir finden. Was ist hiermit gemeint? Du wirst ihn vor dir finden. Es ist vielleicht ähnlich wie die Ausdrücke im Koran. Allah Ta'ala sagt, Inna Allaha ma'al muttaqin. Allah ist mit den Muttaqin. Mit den Muttaqin, yani. Hier ist eine andere Form des Mitseins, die Ma'iyya. Und zwar, wie in der Aussage Allah Ta'ala zu Musa und Harun, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Ich bin mit euch beiden, ich höre und ich sehe. Was sollte dieser Ausdruck denn vermitteln bei Musa und Harun? In dem Kontext, sie sollten zu Pharaon gehen und sie hatten gewisse Furcht und Sorgen, zu Pharaon zu gehen. Und in diesem Kontext sagt Allah Ta'ala, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Ich bin mit euch, ich höre und ich sehe. Was soll das vermitteln? Nur das Wissen? Einfach nur, dass Allah Ta'ala alles umfasst, allumfassend ist mit der Macht und mit seinem Wissen. Es sollte mehr aussagen. Es sollte eine Art Sicherheit bei ihnen erwecken. Ich bin mit euch, mit meiner Unterstützung, mit meinem Schutz, tamam, und so weiter. Das nennt man al-ma'iyyatul khassa. Und dann gibt es das allgemeine Mitsein, also im Sinne des Wissens und der Macht und so weiter. Und das betrifft aber alle. Tamam, er sagt hier, tajidhu tujahak, du wirst ihn vor dir finden. Der Ausdruck vor dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam könnte darauf sagen, du wirst ihn rechts neben dir finden oder links neben dir. Es soll ja einfach nur ausgesagt werden, du wirst ihn mit dir finden. Aber warum hat er gerade das Wort Amam ausgedrückt oder benutzt? Das soll ihm auch zeigen, dass er wie eine Person auf dem Weg ist, eine Person, die auf der Reise ist. Er hat hier sein Ziel vor Augen und bewegt sich nach vorne und nicht nach rechts vom Ziel weg und auch nicht nach links,
und erst recht nicht nach hinten. Deswegen hat er das Wort Amamak verwendet. Obwohl das gleichgültig ist. Gleichgültig in dem Sinne, dass Allah Ta'ala nicht mit seinem Wesen vor dir ist oder rechts oder links von dir.